Demnächst oder jetzt die Tage erscheint nämlich zwei Filme, nämlich einmal Annabelle 3 und Kidnapping Stella. Und darum dreht sich heute alles in diesem Format hier auf Nerd Taste, nämlich New Flicks. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das hier so ein bisschen als erstmal sporadisch, weil ich nämlich so ein bisschen mein, ja, ich mache mal ein neues Studio und deswegen werdet ihr wohl öfters erstmal das hier ein bisschen sehen. Und ich habe auch wieder Bock, mal ein bisschen zu streamen, aber vorweg erstmal so eine kleine Werbung hier. Weil sich das hier heute um Annabelle 3 dreht und ich natürlich mit Warner Bros. Ein Gewinnspiel am Start habe bei Facebook, da könnt ihr nämlich 2x2 Kinogutscheine gewinnen. Schaut doch mal gerne auf meiner Facebook-Seite vorbei. Da könnt ihr die gewinnen. Ja, darum dreht sich erstmal, wie gesagt, heute alles um Annabelle 3 und um Kidnapping Stella, der ja auf Netflix erscheint. Und ich würde mal sagen, wir beginnen erstmal mit Annabelle 3. Was kann ich zu Annabelle 3 sagen? Erstmal, es ist natürlich aus dem Conjuring-Universum, wie ihr wisst. Ableger wie The Nun und so weiter. Aber natürlich ist Annabelle 3 die bekannteste Charakterfigur aus diesem Film, die ja verflucht ist. Und ja, dieses Mal kommt sie nach Hause zu den Warrens. Vorgeschichte, wie sie da halt hinkommt, wie sie verflucht ist, wisst ihr ja eigentlich ja schon. Und was die überhaupt damit machen, dass sie, wie gesagt, nicht mehr böse ist, so gesehen, in diesen Kasten kommt. Das ist ja eigentlich nichts Schlimmes, was ich euch erzählen kann. Diese Review ist natürlich spoilerfrei. Aber definitiv muss ich euch sagen, der gleiche Drehbuchautor der ersten Teile und so weiter ist auch am Start, Gary Doberman, der diesmal auch Regie führt. Und James Wan ist zum Beispiel ein Producer von den ganzen Filmen. Gary Doberman kennt man natürlich aus dem Film auch erst. Da hat er das Screenplay geschrieben, das Drehbuch. Und ja, also auf jeden Fall ist es, wie gesagt, man merkt, dass er seine Hand da drin hat, weil einfach auch die Struktur sehr gut in diesem Film ist. Da kommen wir auch erstmal zu der kleinen Pro-Seite. Natürlich, wie gesagt, so ein bisschen der, ja, der Original-Cast ist ja dabei, die Warrens. Erstmal nämlich als Lorraine Warren und Ed Warren. Lorraine ist natürlich Vera Farmiga und auf jeden Fall der Ed Warren wird ja gespielt von Patrick Wilson. So, die beiden sieht man nicht so oft, sag ich mal. Der Fokus liegt eher ein bisschen auf die jüngeren Schauspieler, die aber eigentlich ihre Sache sehr gut machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das schon mal zur Pro-Seite. Da sind unter anderem dabei McKenna Grace, Madison Iceman und Katie Seraph. Die drei haben so den Hauptpart in diesen ganzen Filmen, weil es dreht sich natürlich alles in diesem Haus, der verfluchten Annabelle, sag ich mal. Und das rüberzubringen fürs Publikum kommt auf jeden Fall sehr gut zustande, muss ich einfach so sagen. Und auch, ja, der Sound, der war gut gewesen und natürlich die Kulissen, die waren auch nicht schlecht, das war ja auch in den 80ern, die ganzen Bühnenkulissen waren gut gewählt von James Wan und der Gary Doberman. James Wan hat ja ein bisschen die Story mitgeschrieben, sage ich mal so, und Gary Doberman mit der Kamera, die haben schon was Cooles geschaffen, das muss man einfach mal so sagen. Wenn man aber auch bedenken muss, der Film, jetzt kommen wir ein bisschen zu der Kontraseite, braucht ein bisschen lange in Fahrt zu kommen, sag ich mal. Natürlich wird viel erstmal erzählt, wie das dann kam, bis dann diese ganzen Grusel-Elemente kommen, die würde ich das auch teilweise in sich haben. Wie wir ja wissen, ist das Ding natürlich jetzt nicht saublutig, ist es halt auf den Gruselfaktor ausgelegt. Viele, die natürlich Gore haben wollen und so weiter, die werden natürlich ein bisschen enttäuscht werden bei diesem Teil, aber dennoch ist es ein rundes Ende und man muss einfach sagen, allen im Ganzen drumherum, dieses Abgerundete, das man dann wissen will und man ist ein Fan dieser Conjuring-Serie, dann hat man auf jeden Fall was Gutes hier gefunden und das kann man eigentlich nur sagen. Der Film hat, wie gesagt, ab der, ja, so einer halben Stunde hat er wirklich Spaß gemacht, hat bis zum Ende gut gepasst und ja, also ich bin zufrieden gewesen, dass ich den doch noch gesehen hatte, weil Annabelle 2 war ja auch ganz okay. Der ist aber auf jeden Fall in die Richtung mehr solide und ja, also ihr merkt schon, man kann sich diesen einmal angucken im Kino oder bis zum Heimkino, also natürlich warten, aber wenn ihr Bock habt, macht natürlich bei Facebook, beim Facebook-Gewinnspiel mit. Und ja, ich würde diesem Film auf jeden Fall eine 7 von 10 geben, weil, ja, wie gesagt, der Sound, die Schauspieler, die Bühnenkulissen einfach nicht schlecht sind. Die Story, wenn es jetzt kein Meisterwerk ist, kann definitiv gar nicht mal so, ja, ist gar nicht mal so schlecht, kann punkten eigentlich soweit. Und ja, wie gesagt, Contra ist einfach so ein bisschen, dass er manchmal ein bisschen zäh ist, das Pacing nicht mal ganz stimmt. Aber zum Schluss und natürlich ein bisschen die visuellen Effekte waren auch nicht so der Bringer. Aber trotzdem bleibt der Film solide. Und ja, das war mal erstmal Annabelle 3. Wir kommen zu Kidnapping
Stella. Bald erscheint auf Netflix nämlich der Film, ein Thriller, ein deutscher Thriller, nämlich Kidnapping Stella, in den Hauptrollen mit Jella Hase und Max von der Gröben, die man ja als Danger und als Chantal aus Fuck You Goethe kennt. Dieses Mal aber auf einer aus einer anderen Perspektive. Das wäre es auch gewesen, sei mal in diesem Entführungsdrama oder Thriller, wie ich sagen muss. Und ja, es ist so wirklich, wo man sagen muss, in die richtige Richtung für den deutschen Film. Wenn man das so sehen muss, dann hat Thomas Sieben, das ist der Regisseur und auch der das Drehbuchautor, also als Drehbuchautor fungiert hat, hat das alles hier wirklich geschaffen für wenig Geld. Also das Budget war wohl wirklich gering. Man sieht eigentlich ja nur eine Wohnung, was sie da fit gemacht haben und so weiter, um diese Entführung durchzuziehen. Und manches Mal denkt man so, hey, ist ein bisschen stumpf, okay, teilweise. Man merkt so doch, dass es eine deutsche Produktion ist. Aber vom Bild her kommt das wirklich Hollywood-mäßig rüber. Und es ist von der ganzen Inszenierung, vom Storytelling gar nicht schlecht gemacht. Also man denkt man auch so, oh, schon ein bisschen krass in diese Richtung. Aber der wäre noch vielleicht ein bisschen Luft nach oben gewesen. Natürlich eine bisschen größere Größe spielt natürlich Clemens Schick, der so eigentlich wirklich den beiden jetzt nicht die Show stiehlt, aber die beiden fungieren schon sehr gut. Man merkt schon, dass die in die richtige Richtung gehen als Jugenddarsteller und auch vielleicht so irgendwann mal in die Fußstapfen eines, wenn ich jetzt auch nicht die Filme immer alle mag von Matthias Schweighöfer oder einen Til Schweiger, aber so in diese Richtung so ein bisschen gehen könnten. Und das ist wirklich nicht schlecht. Ja, und das kennt ihr wegen Stella, eine schon ganz gute Story. Die Bühnenkulissen sind halt, wie gesagt, budgetmäßig ganz okay. Aber es fungiert alles wirklich so, wo man merkt, manchmal muss man ein bisschen schlucken. Bisschen stumpf teilweise, dass so ein bisschen das Flöten geht, der Moment. Auch am Schluss, da wollte man wieder ein bisschen zu viel, da hätte man auch vielleicht kürzen können. Aber für ein Netflix-Thriller-Drama, sag ich mal, war das nicht schlecht und hat mir eigentlich ganz gut gefallen, diese Richtung dieser deutschen Produktion. Weil man sie ja nur auch eigentlich aus dieser Komödie kennt, sag ich mal. Da wurden sie auch ein bisschen berühmt mit. Ja, und das ist einfach, wo man sagen muss, ja, also hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also freut euch wirklich auf Kidnapping Stella. Ihr könnt euch den mal gerne angucken, um mal zu sagen, wenn ihr den geschaut habt, hier in die Kommentare einsetzen, was ihr darüber sagt. Und ja, wenn ich den jetzt auch bewerten würde, ich würde den eine 6,5 von 10 geben, weil da nicht alles gut war, aber es war schon in die richtige Richtung. Ja, und das war es eigentlich gewesen hier heute mit den beiden Kritiken zu Annabelle 3 und Kidnapping Stella. Wenn ihr die gesehen habt, schreibt das mal in die Kommentare oder wenn ihr die schauen wollt, dann könnt ihr es natürlich auch gerne reinschreiben. Lasst gerne Like hier, lasst gerne ein Abo hier und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!